Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video hier. Willkommen auf unserem BinLab-Kanal. Heute zeige ich euch, was der Green Space ist und was ihr für coole Projekte im Bereich Urban Gardening umsetzen könnt. Viel Spaß bei diesem Video! So, dann zeige ich euch heute mal in einem Rundgang, was wir alles auf dem Green Space so haben. Und ich erzähle euch was so ein bisschen zum Urban Gardening. Und ja, der Green Space ist unser Urban Garden, unser urbaner Garten vom WinLab. Und gleich, wenn ihr da auf unsere Terrasse kommt, seht ihr hier links diese wunderschöne Beetanlage. Das war früher mal ein kleiner Teich, ein Hydroponikprojekt. Das haben wir jetzt umfunktioniert zum Beet. Und hier wächst es und wuchert es schon ein bisschen. Also die Pflanzen wachsen richtig schön. Und das ist tatsächlich einfach nur eine Palette, die wir auseinander gesägt haben und dann aneinander geschraubt haben. Dann noch ein paar Bretter dran genagelt, Teichfolie rein und ja, ein bisschen Farbe, ein bisschen Deko. Und ja, das war es dann auch damit. Also es ging ganz fix. Und hier auf der rechten Seite haben wir auch noch Blumentöpfe mit verschiedenen Pflanzen, wie zum Beispiel auch ein Ahorn da hinten. Und ja, beim Urban Gardening geht es vor allem um das Improvisieren und das aus wenig viel machen. Und wir nehmen natürlich als Makerspace und FabLab ganz viel aus dem Rapid Prototyping mit. Also wir drucken tatsächlich ziemlich viel. Wir haben mal solche Gießbewässerungssysteme gedruckt und so weiter. Oder wie man hier sieht, auch einfach aus einer Palette recycelt und upcycelt, dass man da nicht ständig was Neues kaufen muss. Und so einfach Beete, Hochbeete erschaffen kann. Ja, und hier haben wir auch noch eine schöne Sitzgelegenheit mit einem Schirm daneben, wo man sich mal an einem Nachmittag gut gehen lassen kann zum Kaffee. Und ja, daneben haben wir unser Gartenhäuschen. Und das Besondere daran ist, das zeige ich gleich mal, es ist nicht nur unglaublich stylisch mit den schönen Fenstern, wir haben da sogar oben zwei Solar-Photovoltaik-Zellen drauf, also zwei, die sind so 1 m × 40 cm groß und die liefern so um die 80 Watt zusammen und die sind flexibel und damit betreiben wir unsere Stromversorgung auf dem Greenspace, also in dieser Gartenhütte, ganz einfach. Und hier haben wir unsere Hochbeete. Da wächst alles mögliche, Kräuter und auch Erdbeeren, alles wächst dort und das ist automatisch bewässert mit einem Perlschlauch, also einem Schlauch, der aus einem porösen Material besteht und da ist dann mit einer Fernsteuerung und einer Zeitsteuerung lassen wir mit Magnetventil halt da Wasser drauf tröpfeln und ja, und so kann man das ganz einfach gießen und ja, man muss es halt manchmal nur ein paar Mal düngen. Ja, und das haben wir aus Kisten einfach gemacht, die übereinander gestapelt sind und dann haben wir die ein bisschen mit Filz ausgekleidet und mit Erde befüllt. Und das wächst einfach erstaunlich gut, also wir hätten das selbst nicht gedacht, aber es wächst einfach, es wächst und wächst und wächst. Und hier sieht man ein paar schöne Erdbeeren, ja, ein bisschen die Saison ist ja schon ein bisschen zu Ende gegangen, haben wir schon fleißig genascht und ja. Ich kann euch noch empfehlen, dass man es immer nach versucht, einfach so einfach wie möglich zu machen und nicht so kompliziert am Anfang, weil desto schwerer man sich das halt selbst macht, desto mehr Komplikationen treten halt später auf. Deswegen haben wir auch hier eine einfache Bewässerungsanlage. Hier hinten ist noch ganz viel Platz und unsere Ecke für Paletten und so weiter. Hier sind noch weitere Hochbeete. Ja, und wie gesagt, einfach halten und so machen wir das auch. Und wenn ihr halt mal zu uns kommt, dann könnt ihr euch selbst am Künstler beteiligen und selbst Sachen anpflanzen. Das ist halt das Besondere. Ihr könnt euch selbst da, aber könnt euch auch selbst ein Hochbeet basteln, füllt das mit Erde und wenn ihr meint, hey, ich möchte jetzt mal meinen eigenen Tee machen, ich mache meinen eigenen Salbei, Pfefferminze haben wir sogar noch da, die zeige ich euch gleich, oder so, ihr wollt euren eigenen Gin machen oder so und ihr macht euren Wacholder, alles möglich.
Und ja, wir wachsen, wir lassen auch nicht nur so diese standardmäßigen Hortensien, was weiß ich, anpflanzen, sondern machen auch was wie Unkraut ist. Ne? Was ist ja Unkraut? Ne? Ist ja jetzt subjektiv, ne? Aber es ist für die Bienen oft und so weiter und Insekten können die viel mit Unkraut anfangen, nur wir leider nicht. Wir machen das immer weg, also wir Menschen, allgemein viele im Garten. Und ja, hier ist unsere Minze. Und das Wichtige ist halt, dass man einen Ausgleich schafft, nämlich durch die versiegelten Flächen, die wir alle erschaffen. Durch das hohe Bebauen hier an der TH Wildau sind viele Gebäude und wenig Rückzugsmöglichkeiten für Insekten und Pflanzen vor allem. Also die Pflanzen finden halt nicht den Platz, wo sie wachsen sollen. Und damit machen wir einen Ausgleich, dass die Pflanzen einen Ort haben zum Wachsen. Und wir sie halt pflegen. Und hier ist auch ein Insektenhotel. Hier wohnen auch so ein paar Tiere schon drinne. Das sieht man in diesen Löchern, dass sie so ein bisschen zugewachsen sind. Wir wissen selber nicht genau, was es ist. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja. Und gleich neben diesen Hochbeeten und dieser schönen Sitzecke haben wir unser kleines Wurmhotel, Schrägstrich-Komposthaufen. Das haben wir auch ganz einfach zusammengebaut und da machen wir halt unsere pflanzlichen Abfälle rein und dann tun Regenwürmer, bestimmte Abfallregenwürmer, die darauf spezialisiert sind, die haben eine spezialisierte Ausbildung erhalten, tun das halt dann zersetzen und erzeugen sehr fruchtbare Erde. Ja, kennt man ja, Regenwürmer, Polizei des Waldes und so weiter. Ja. Und das war's eigentlich zu unserem Green Space. Das war schon alles, was wir so gezeigt haben an unseren Projekten. Die Solaranlage, unser ehemaligen Teich, was jetzt ein Hochbeet ist. Dann unsere Opien-Hochbeete und das Insektenhotel und das Bombenhotel. Ja. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch mal den Green Space persönlich anguckt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.